Johanna versucht den gefesselten Indianer anzugreifen. Ich muss aufpassen, dass Johanna noch nicht die Beine gefasst hat, weil dann ist es zu spät. Kurz bevor sie die Beine fasst, nehme ich die Hände auf die Schultern und bringe meine Beine ganz weit weg von Johanna. Dadurch drücke ich sie in die Schildkröte. Jetzt geht mein Bauch auf die Schildkröte drauf und ich mache den Propeller und drehe mich über sie rum. Beide Hände gehen unter die Arme, ich greife in das Gewehr und werfe mich auf die Seite in den Rucksack.